Ja, liebe Zuschauer, wir sind heute bei Gesche Schünemann im Garten. Die Nationalmannschaft feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. 2012 war es. Holger, habt ihr die Goldmedaille gewonnen in London? Welche Gefühle, Emotionen verbindest du heute noch mit den Spielen in der englischen Hauptstadt? Ja, kommt jetzt vieles zurück, wenn man hier so sitzt und quatscht hier. Die Gesche und Marina haben das Ganze ja organisiert. Tolle Geschichte, weil bis auf zwei Spielerinnen sind alle da und der ganze Staff ist da und da kommen natürlich so viele Erinnerungen zurück, die man vielleicht auch schon ein bisschen verdrängt hatte. Ja, eigentlich eine nette Sache. Wir haben ja vor dem Interview auch ein bisschen geredet. Du sagst, es gab so ein paar kritische Momente seinerzeit bei den Paralympics. Das Viertelfinale gegen GB, dann das Halbfinale gegen Holland. Kannst du uns noch mal kurz an die Hand nehmen, so über den Turnierverlauf? Ja, so im Nachhinein habe ich so eine Erinnerung. Sportlich sind wir da richtig gut durchgekommen, aber es gab natürlich auch so kritische Sachen. Es war Viertelfinale gegen GB, volle Halle, ich glaube 17.000 oder 19.000 waren da in der U2 World war das ja. Und die haben natürlich gegen uns gepfiffen und gejohlt und wir lagen 5 Minuten, 6 Minuten vor Schluss mit 8 hinten. Und hier unser damaliger Manager, der Timo, kam so bei mir vorbei. Ich glaube, Holger, das war's. So, aber da war Annika, hat da nochmal groß aufgespielt und am Ende haben wir, glaube ich, mit 3 gewonnen. Das war eigentlich der Knackpunkt im Turnier. So, ja, dann kam Holland. Die haben wir in wichtigen Spielen immer geschlagen, auch da. So, und das Finale, soweit ich mich noch so erinnere, gegen Australien war eigentlich im Verhältnis zum Turnier easy. Ja. Was war für dich so das schönste Erlebnis in London? War es wirklich auf dem Parkett oder gab es auch Momente abseits des Parkett, den du heute noch deinen Enkelkindern erzählst, wenn sie dich besuchen in Hamburg? Ja, so außerhalb. Klar, die Goldmedaille zu gewinnen war tolle Geschichte. Aber was ich so mal London mit London verbinde, ist viele Zuschauer, tolle Atmosphäre. Also tolle Zuschauer. Also wenn man nicht gerade gegen GB gespielt hat, haben sie einen auch gefeiert. Und wie gesagt, volle Hallen. Am Ende die Abschlussfeier mit Coldplay, das ist so, was ich immer in Erinnerung habe. Ja, und so ein Sprung in die Themse kam ja auch nochmal dazu. Holger, lass uns nochmal kurz zurückblicken auf deine Karriere als Trainer. Kurz zusammenfassen, was waren so die schönsten, aber auch so die bittersten Momente während deiner Laufbahn? Einmal als Coach an der Seitenlinie, aber dann auch als Spieler selbst? Ja, als Coach, wenn ich jetzt mal nur von der Nationalmannschaft spreche, war es ja eine lange Zeit. Wir waren ja gut erfolgreich. Also jedes Jahr haben wir am Finale gestanden. Da gibt es natürlich Highlights. London, klar, mit Goldmedaille. Oder 2015 Worcester, wo wir gegen den Riesenfavoriten damals Holland das Endspiel dann gewonnen haben, wo wir vorher immer eigentlich eine Klatsche gekriegt haben. Das war so für mich eigentlich der sportlich als Trainer der größte Erfolg. Aber auch bittere Niederlagen. Das war 2010 WM in Birmingham, wo wir irgendwie, Leute haben mir gesagt, das beste Damenspiel, was sie je gesehen haben, gegen die Amis, dann am Ende so, glaube ich, mit 1 oder 2 Punkte verloren haben. Also wenn ich daran denke, tut es heute noch weh, muss ich sagen. Aber ja, das waren so eigentlich die wichtigen Sachen, die ich so noch in Erinnerung habe. Ja, du bist ja ein bisschen verschwunden von der Bildfläche, hast dich zurückgezogen vom Rollstuhl-Basketball. Die Fans zu Hause sind natürlich auch so ein bisschen neugierig. Was macht Holger Klinicki heute in seiner Freizeit? Wie verbringst du die Wochenende und auch die Woche? Ja, im Moment so viel um die Ohren. Zum einen, das habe ich ja immer gemacht, gerne verreisen. Es war während der Corona-Zeit halt ein bisschen weniger geworden. Aber wir bauen gerade noch, weil unser Sohn bei uns hinzieht und stocken auf. Da haben wir jetzt ein halben Jahr Großbaustelle. Da hat man viel um die Ohren. Dann 2 Enkelkinder, die häufig bei uns sind. Also ist eigentlich nie langweilig. Also ein Rentnerleben habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Okay, Holger, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ja, danke auch.